Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Isaac Run. Ich würde sehr, sehr gerne mal Samson freischalten. Und deswegen spielen wir heute mit einem Charakter, mit dem wir noch nicht gespielt haben, der von vornherein wenig Leben hat. Und demzufolge sollten wir möglichst versuchen, zwei Ebenen keinen Schaden zu nehmen. Judas. Mit dem haben wir noch nicht gespielt, oder? Oder doch? Oder nicht? Oder ich weiß nicht. Keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall das Book of Belial. Und hier können wir schon mal nicht reingehen, weil sonst nehmen wir Schaden. Aber wir können hier reingehen. Und kriegen das Robo-Baby und Regenbogenscheiße, wo ich immer noch nicht weiß, was sie macht. Friends till the end. Kann es übrigens sein, wahrscheinlich habt ihr mir das schon in die Kommentare geschrieben, wobei der Run ist, glaube ich, nee, der kommt erst noch. Also der ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht draußen. Das war der Run, wo wir so viele Begleiter hatten, unter anderem eben auch das Robo-Baby. Da hatten wir doch so ein komisches Pickle-Ding als Trinket. Kann es sein, also ist mir so beim Schnitt aufgefallen, dass das eventuell dafür da ist, um, Die Babys, die deine Begleiter zu stärken. Kann das sein, dass das so ein Update ist, worüber ich dann auch gesprochen habe? Also so ein Upgrade, nicht Update. Was eben auch mal deine Begleiter stärkt. So, ich habe ja gesagt, so Baby Tears Up oder so wäre auch mal geil. Ich glaube, das könnte sowas in der Richtung gewesen sein. Oh, erstmal weg hier. Die Schwarzen tun uns ja nichts, aber vor den Roten sollten wir uns schon in Acht nehmen. Aber das ist gut, dass wir hier diese Ebene schon mal überstehen, ohne Schaden zu nehmen. Es sei denn, der Boss ist jetzt ein voll aggressiver, aber es ist nur Larry Jr. Von daher geht das eigentlich. So, komm, mach mal. Sehr gut, da haben wir schon den einen oder anderen vernichtet. Solange der nicht so viel Zeug spawnt. So, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Nice. Ah, wunderbar. Eine Ebene lang keinen Schaden bekommen. Das sieht gut aus. Wenn wir das in der nächsten auch noch schaffen, schalten wir, glaube ich, sogar noch irgendwas anderes frei, außer Samson. Dann gibt es ja, glaube ich, auch wieder so ein kleines Achievement. Von daher einfach mal schnell in die nächste Ebene. Und ja, Challenge Room und so sparen wir uns eh. Gucken wir mal hier rein. Okay. Aufpassen, 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 aufpassen. Hier ist auf jeden Fall erstmal kein rotes Feuerchen. Und die Feuer machen wir aber auf jeden Fall aus. Und da ist ein Stein sonst noch. Ah, da ist aber auch ein Dingstein, ne? Ein blauer Stein. Der wäre natürlich auch sehr, sehr geil. Aber brauchen wir ja eh nicht, wenn wir hier keinen Schaden bekommen, was? Ah, meine Güte, komm schon. Mach die Feuer aus. Wir brauchen noch irgendwie so eine Feuerwehrträne, ey, wo man echt ununterbrochen schießen kann. So, okay, das sind jetzt hier, könnten... Eigentlich dürfte das nichts großartig Schwieriges werden, wenn wir uns nicht umzingeln lassen. Oh, oh. Nicht so eine doofe Trollbombe, die uns nachher alles versaut. Mist, hier kommen wir nicht rein, weil wir keinen Schlüssel haben. Oh, 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 Vorsicht, 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 Vorsicht. Okay, sehr gut. Und dich auch noch, komm, komm. Okay, nice. Weiter. Wie wär's mit einem Schlüssel? Vorsicht, 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 Vorsicht. Konzentriert bleiben. Wenigstens diese Ebenen. Eine Bombe gibt es. Gut. Mit der Bombe sprengen wir jetzt einfach mal den blauen Stein hier. In der Hoffnung, dass da vielleicht ein Schlüssel mit drin ist. Jawoll! Nice! Mann, wir haben ein bisschen Glück gerade, ne? Und hoffentlich ist hier was Cooles. Hatte ich noch nicht. Leech, Bloodsucker. Okay, das ist ein Begleiter. Spawnt der dann irgendwie Hilfsmaden oder... Ich weiß nicht, wofür der da ist. Greift der Gegner an? Ist das so eine Raupe, die für uns kämpft? Ich weiß es nicht. Mal schauen. Machst du irgendwas? Ja, jetzt greift sie an. Okay. Okay. Interessant auf jeden Fall. Trollbombe. Okay, weiter in den nächsten Raum. Ich bin ein bisschen nervös gerade, weil ich hier eben absolut gar keinen Schaden bekommen möchte. Nice. Ah, es könnte Bad Trip sein, ne? Lass mal lieber mitnehmen in die nächste Ebene. Ausgerechnet Dingle, ausgerechnet Dingle, ausgerechnet Dingle. Warum? Warum? Und runter. Okay, nice. So, und jetzt schön Schaden reindrücken. Schön mächtig viel Schaden reindrücken. Kommt er wieder? Nein, er schießt. Er schießt nur. Jetzt kommt er wieder. Und, okay. Sehr gut. Und wieder mächtig Schaden reindrücken. Komm schon. Okay, jetzt habe ich wieder Angst. Okay, haben wir. Oh Gott, ich dachte, der schickt die Made. Ich dachte, der schickt die Made. Huh. Evil up. Okay, wir haben zwei Ebenen ohne Schaden bestanden. Reingucken können wir ja, ne? Ich würde einfach sagen, wir schlagen heute mal den Devil Deal aus. Besonders, weil wir auch so oder so, guck mal, da ist Brimstone, ne? Habe ich noch nie gesehen. Das richtige Brimstone. Okay, und wir gehen in die nächste Ebene und dürften dann Samson geunlockt haben. Oder? Ja! You unlocked Samson! Sehr gut. Alles klar. Ab jetzt dürfen wir auch wieder Schaden nehmen.
und diese Pille einsetzen. Explosive Diarrhea! Seht ihr, es hätte schief gehen können. Es hätte schief gehen können. Oh. Oh, 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 oh. So leicht nicht, meine Freunde. So leicht nicht. Okay, Challenge Room. Was gibt es hier so Schönes? Zwei Truhen können wir mal machen. Oh, 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 oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die Made ist schon irgendwo unterwegs wieder. Aber die kann auch schräg laufen, oder? Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ist auf jeden Fall nicht das beste Item, glaube ich. Macht jetzt nicht so unendlich viel Schaden. Oh, was? Ihr? Okay. Okay, von mir aus. Aber ihr haltet viel aus, ne? Ihr haltet schön viel aus. Ich hätte auch Book of Belial einsetzen können, habe ich gerade mal so überlegt. Konnte ich aber doch gar nicht. Weil ich gar nicht genug aufgeladen habe, das gute Ding. So, und da unten ist noch einer. Komm, hier hältst du auch nicht mehr aus, oder? So, und die... Du als letztes, okay. Wenn wir dich von der Seite mit dem Laser treffen, wäre das, denke ich, sehr, sehr gut. Okay, haben wir. Also, ich weiß nicht, ob wir ihn damit getroffen haben. Made gegen Made. Wer ist stärker? Puh, okay. Auf jeden Fall jede Menge Münzen haben wir. Aber keine Schlüssel. Half down. Naja. Das... Entschuldigung. Das war's dann auch schon mit unserem Glück, glaube ich. Schauen wir mal hier weiter. Aber ist egal. Wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten. Nämlich einen Charakter. Einen coolen Charakter freigeschaltet. Samson. Funktioniert er jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Also, dass er halt... früher ist er eher stärker geworden, je mehr Gegner er getötet hat in einem Raum. Und wenn er aus dem Raum raus ist, hatte er wieder die Standardstärke. Jetzt ist es so, dass er stärker wird, wenn er Schaden nimmt. Dafür gilt das Ganze aber auf der gesamten Ebene. Und da, finde ich, kann man echt coole Kombis mitmachen. Zum Beispiel, wenn man in den Opferungsraum geht, wo man, also in diesen, wo man, in den Zackenraum, wo man ein halbes Herz verliert, wenn man reingeht und wieder rausgeht. Gute Kombi. Gleich am Anfang machen und du hast einen starken Samson. Ja, hier kommen wir wieder nicht rein. Schlüssel ist im Moment Mangelware. Ich bin auf den falschen Tasten aus irgendeinem Grund gewesen gerade. Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Oh, oh. Okay, einen haben wir. Den anderen sollten wir jetzt auch bekommen. Haben wir eigentlich schon Schaden bekommen auf dieser Ebene? Ja, ja, doch, doch, doch. Durch irgendwas haben wir Schaden bekommen. Nee, Half Down nur, oder? Was ist das, Joker? Nee, Two of Diamonds. Ja, 62 Münzen lässt sich, denke ich, sehen. Ich würde nur sehr gerne mal was bekommen. Sehr, sehr gerne. Wir schießen mal hier jetzt einfach hin. Und die... Das Zeug, was hier so rauskommt, weil ich will da ganz sicher nicht handeln, beziehungsweise dran spielen, solange wir nicht Dings haben, ne? Ja, lass mal spielen. Vielleicht gibt es einen Schlüssel. Wird wahrscheinlich irgendwann einen Schlüssel geben. Von daher spielen wir jetzt hier einfach mal sehr, sehr lange gerade und ich erzähle euch meine Lebensgeschichte. Okay, doch nicht. Das ging schnell. Dann schauen wir in den Itemraum erst einmal. Das heilige Wasser. Nicht geil. Ich glaube, wenn wir Schaden bekommen, dann droppen wir so Wasser und das macht Schaden. Naja, gibt Besseres. Gibt definitiv Besseres. Ich will doch noch einen Schlüssel haben. Einen will ich noch haben. Für den Shop. Vielleicht gibt es da noch was Cooles drin. Okay, hat sich dann auch erledigt. Dann eben nicht. Spielen wir halt nicht mehr an dir. Oh, oh, Bomben fliegen. Bomben fliegen sind sehr, sehr gefährlich. So, jetzt erstmal ausweichen. Okay, und wieder weiter schießen. Komm, 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 jetzt... Muss doch mal irgendwas explodieren. Mann, jetzt haben wir doch mal Schaden bekommen. Okay, aber einen weiteren Schlüssel, mit dem wir in den Shop gucken. Und da können wir auch sehr, sehr viel einzahlen jetzt. Wir haben, ich meine, wir haben 60 Münzen. Was sollen wir damit? Was sollen wir damit? Ja, und wirklich was zu kaufen gibt es ja auch nicht, ne? Die Portable Slot Machine. Puh. Oder eine Pille. Holen wir uns mal die Pille hier. Drücken mal Q. Help up. Nice. Ja, und dann lass mich hier einfach einspenden die ganze Zeit. Wir haben so viel. Na, oder wir holen uns doch die erstmal und spielen hier einfach mal dran. Einfach die ganze Zeit kommen. Wird schon irgendwann mal was Cooles rauskommen. Ein Seenherz zum Beispiel. Das ist doch schön. Und ein Schlüssel. Münzen. Eine Pretty Fly. Okay, auch eine böse Fliege. Aber ich glaube, die macht uns eh keinen Schaden. So, weiter hier kommen. Wir verspielen einfach alles an Münzen, was wir so haben. Geht ja nicht kaputt, ne? Health down. Nee, lass mal. Okay, ein Herzchen. Was finden wir hier denn noch schön? Ist auch schön, wie wir alle Münzen wieder einfach verschwenden, ne? Dadurch, hier ist noch ein Herz. Hier ist noch das. Ach komm, wir haben jetzt eigentlich genug. Eigentlich haben wir genug getradet. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel für den nächsten Raum. Wir haben hier sicherheitshalber noch ein Herz liegen. Genau. Dann lass mal hier nach oben gucken. Hier waren wir, haben wir jetzt auch noch nicht weitergeguckt, wie es hier so aussieht. Oh, 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 die könnten wirklich viel, viel Schaden machen. Das sind so Verfolgungsviecher. Bloß wahrscheinlich mit Bomben. Grün bedeutet doch meistens Bombe, oder nicht? Aber scheinbar irgendwie nicht. Scheinbar irgendwie nicht. Halten bloß ein bisschen mehr aus. Sonst gab es hier keine Veränderung. Wir sind übrigens auch auf der schwereren Ebene, ne? Catacombs? I don't know. I don't know. Ja, das war klar, dass ich da Schaden bekommen würde.
Nee, das ist so ein... Ich kann es ja mal kurz zeigen. Man kann ja die Items auch wieder abwerfen. Dann sehen unsere Tränen so aus. Und damit zu zielen ist natürlich ziemlich kacke. Kann natürlich sein, dass es damit die eine oder andere Kombi gibt. Aber muss ja nicht sein. So, wir werfen das mal ab. Die Pille müssten wir eigentlich nicht mitnehmen. Aber Health Down kann irgendwann, glaube ich, nochmal gut sein. Ich weiß nicht genau wann. Ich glaube, wenn... Ach ja, Bomben schickt ihr ja. Da sollte ich mitrechnen. Wenn wir nur noch einen Herzcontainer haben, dann wird das, glaube ich, zu einer Health-Up-Pille, ne? Das heißt, wir können eigentlich haben eigentlich einen Free-Devil-Deal. Können einfach ein Herz opfern. Und dann, ja. Dann füllen wir mit der Health-Down-Pille uns wieder auf. Ah, hier schon wieder was zum Spielen. Wollen wir spielen? Ich weiß nicht, komm, bis irgendwas rausgekommen ist. Okay, eine Fliege. Dann nicht. Donald nicht. So, jetzt geht's erstmal nach unten. Und da werden wir so den Geist verprügeln. All die Gegner, die wir hier so finden werden. Wäre cool, wenn wir einen Devil-Deal bekommen würden. Reizt mich der Gedanke, dass wir da erstmal handeln und dann wieder aufputschen. So ein Devil-Deal umsonst wäre schon nice. Das wäre schon echt gut. Oh, oh. So, hier, komm. Und mit dem Laser treffen wir ja beide. Oh, und die Made von hinten. Die Made ist nur etwas langsam. Etwas langsamer, oder beziehungsweise genauso schnell, glaube ich, ne? Ja, lass in den Bossraum gehen. Oh, oh, gegen den haben wir ja noch nicht gekämpft, wirklich. Wir haben ihn schon mal gesehen. Aber wirklich gekämpft haben wir gegen den noch nicht. Er lässt es dunkel werden und er hat einen Brimstone. Na, heilige Scheiße. Was bist du für ein Gegner? Okay, jetzt fliegt er hier so ein bisschen rum. Und er hat einen Brimstone. Das ist natürlich mega gefährlich. Oh, oh, da kommt er wieder. Und das nochmal. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vor dem Brimstone besonders. Habe ich ja Angst. Und Respekt, er lässt es wieder dunkel werden. Jetzt fliegt er wieder umher. Okay. Okay. Und er fliegt wieder. Er fliegt wieder. Er fliegt wieder. So, jetzt komm schon. Jetzt müssen wir dich doch mal fertig machen können, oder nicht? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, komm. Viel hat er nicht mehr. Viel hat er nicht mehr. So, jetzt komm. Stirb! Ist auf jeden Fall ein cooler Gegner. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Die Schraube, was macht er die nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Tears und Shotspeed ab. Okay, das finde ich ganz gut. Und dann kriegen wir unseren gewünschten Devil Deal. Gabis Halsband. Nee, bin ich nicht wirklich dafür. Ich bin mehr dafür, das Ding zu nehmen, auch wenn ich nicht weiß, was es macht. Evil up, enemies will pay. Ach so, das heißt, wir bekommen Geld, glaube ich, dann, ne? Jetzt können wir Health Up wieder einsetzen. Nice. Und haben halt unser Herz wieder. Okay. Was ist das? Pretty Fly, nice. Und das? Wizard. Hey, Wizard. Ich mag dieses Wizard-Gedingsel nicht. Na gut, vielleicht ist es in der nächsten Ebene ja schon vorbei. Wir könnten noch den Supergeheimraum suchen, aber... Na doch. Machen wir mal im Schnelldurchlauf. Los geht's! Und dann gehen wir in die nächste Ebene. Yay! Immerhin haben wir 2 Pretty Flies, das ist ganz gut. Und wir haben das heilige Wasser. Wir haben 2 Begleiter. Nicht die Mega-Stats, das auf jeden Fall nicht. Aber ist, denke ich, in Ordnung, was wir so haben. Ist jetzt nicht überragend, so werden wir eventuell noch nicht gewinnen, aber es fehlt nicht mehr viel. So ein Knaller-Item noch und das war's. Dann bin ich absolut zufrieden. Oh Gott, hier werden wir mega viel Schaden bekommen, glaube ich. Na, okay, dann sterbt alle. Durch mein schwarzes Herz. Da wusste ich jetzt echt nicht weiter, was ich da machen sollte. Oh Gott, hier habe ich ein bisschen Angst, wenn ich umzingelt werde. Da zum Beispiel. Und hier, komm. Erstmal, die werden ganz gut, glaube ich. Oh, da hat uns eine Pretty Fly aber geschützt. Ach ja, wir können ja prinzipiell durchschießen, ne? Durch den Laser. Mit dem müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr arbeiten. Ich glaube, das wäre ziemlich gut. So, jetzt nur noch das schwarze Ding. Hallo. Okay, was ist hier drin, ne? Vielleicht ein paar Pillen. Purple Heart, Challenge Up. Challenge Up. Bedeutet das... Nee, keine Ahnung, was das bedeutet. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht... Challenge, dass es ein bisschen schwieriger wird. Also, dass die Gegner stärker sind. Hm. Werden wir sehen, ob jetzt alles irgendwie Special-Formen sind oder so? Glaube ich nicht. Okay, hier. Irgendwie ist zumindest eins dabei. Scheiße. Komm rein in mein heiliges Wasser. Ah, Mann, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Wir brauchen mal ein paar mehr Herzcontainer, glaube ich, noch. So, komm, lass mal hier machen. Okay. Warte mal, ihr könnt hier eigentlich ein bisschen... Oh, natürlich renne ich da rein. Ach, Mann.
Ich wollte gerade sagen, ihr könnt eigentlich ein bisschen die Pilze hier sprengen. Da können ein paar Pillen drin sein. Wir haben wirklich ein paar gute Pillen dabei. Mit Health Up. Selbst Health Down ist gar nicht mal so schlecht, wenn man an die Teufelsdeals denkt. Aber irgendwie sollen hier keine guten Pilze für uns. Keine guten Pillen. Keine Pilze, die Pillen droppen dabei sein, habe ich das Gefühl. Nee, heute will ich nicht. Heute soll ich nicht. Okay, dann nicht. Okay, den schlimmsten haben wir. So, die schießen natürlich auch noch, aber die bekommen wir hin. So, ein Schuss noch, ein Treffer noch. So. Nice. Okay, dann müssen wir unser Buch aufladen. Da wäre so ein Räumchen, wo wir mal reingehen können. Ist das so ein Würfelraum? Nein. Okay, mal gucken, was es hier gibt. Ein Herzchen. Bomben. Na, das hat sich einigermaßen auf jeden Fall gelohnt. Einigermaßen auf jeden Fall. Klingt ein bisschen komisch. Komm. Gehen wir mal rein. Okay, Pillen. Die hatten wir noch nicht. Und was ist das? Hatten wir beide noch nicht. Okay, Hämatemesis. Zieht uns ein bisschen was an Herzen ab und gibt uns ein bisschen was an Herzen wieder. Ist bei wenigen Herzen gut, bei vielen Herzen sehr schlecht. Telepilz. Okay, werden wir einfach nur in einen random Raum am anderen Ende des Universums geportet. Aber immerhin keinen Schaden beim Rausgehen. Das ist doch war gar nicht so schlecht, die Pille. Aber hat insgesamt dann natürlich gar nichts gebracht. Ich würde gerne hier sprengen. Was? Es sprengt bloß die beiden Pilze? Ich dachte, die hier oben gleich mit. Nicht so gut, nicht so gut. Oh, ihr auch nicht, ihr auch nicht. Ah, Mann. Die sind ekelhaft. Die sind ekelhaft, weil die auch noch so manchmal anhalten und dann umherschießen. Das finde ich kacke. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Dieser Raum gefällt mir auch noch nicht so ganz gut. Da hinten ist so ein Bombenviech, was sich irgendwann in die Luft jagen wird. Wir versuchen es mal einigermaßen mit dem Laser zu treffen. Geht weg, ihr kleinen, oberkörperfreien Monster. So, hier haben wir noch einen Schlüssel. Können wir auf jeden Fall in den Shop mal reingucken. Greed? Nein. Alles gut. Die Bibel. Nee, hiervon brauchen wir gar nichts. Dann lass mal ein bisschen einzahlen. Einfach nur ein bisschen. Okay, dann schauen wir weiter nach oben. Beziehungsweise jetzt nach rechts, ob es hier noch irgendwas gibt. Den auf jeden Fall. Okay. Ah, Mann. Das war nicht so schlau, ey. Ich stelle mich aber auch gerade an wie der letzte Mensch. Diese weiße Fliege macht mich fertig. Beziehungsweise machen mich die weißen Fliegen generell fertig. Oh. Okay, sehr gut. So, jetzt hier. Ich mache die erstmal weg, die Häufchen. Die nerven mich. Auch wenn sie zu goldenen Kackhäufchen werden können irgendwann. Ich mach die weg. Immerhin war ein blaues Herz drin, ja? Ist ja auch nicht so schlecht. Und Achtung! Ah, sehr gut. Itemraum, stimmt, den gibt's ja auch noch. Devil Baby. Na, okay. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil es verwandelt rote Herzen in blaue. Manchmal. Also nicht alle, sondern wenn es ein paar gesammelt hat, wandelt es die um. Haben wir hier nicht irgendwo Herzen gelassen? Nee, das im Shop wird uns nicht viel bringen. Hier ist halt nochmal zum Aufladen das Ganze. Links war auf jeden Fall noch ein Herz. Dann schauen wir mal links vorbei. Dann sammelt ihr das mal ein. Ist nur ein halbes, wird also wahrscheinlich noch nichts nehmen. Bringt noch nichts. Leider nicht. Aber das ist gar nicht mal so schlechtes Item, wie ich erst dachte. Erst dachte ich so, genau so. Und jetzt mittlerweile denke ich, ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ah, der Raum ist eklig. Ganz einfach aus dem Grund, weil man hier natürlich richtig, richtig miserabel ausweichen kann. So, geh weg. Ah, der kommt genau auf uns zu, natürlich. Genau. Ach, schade. Devil Deal könnte es trotzdem geben. Gibt es auch. Die war früher schlecht. Wobei, sie macht doch Tiers ab, glaube ich, ne? Und guck mal, der hat jetzt hier rote Herzen eingesammelt. Gibt uns ein blaues. So ist es doch schön. Shot Speed Up, ja. Bringt nur Shot Speed Up und eine Karte. Okay, die Karte könnte uns The Hermit. Das brachte uns in den Shop, ne? Naja, fliegen können wäre schon geil. Und transparente Schüsse. Aber dann haben wir gar keine Herzcontainer mehr. Und das möchte ich eigentlich auch nicht riskieren. Von daher geht's weiter. Und wir drücken gleich mal, außer wir sind direkt am Itemraum oder so. Nee, sind wir nicht. Dann drücke ich gleich mal die Karte und lass uns mal in den Shop teleportieren. Hier gibt es eine blaue Karte. Okay, ich habe keine Ahnung, was die macht. Du kannst das mal aufsammeln hier. Reicht dir noch nicht, um uns zu füttern. Okay.
Wir haben aber im Moment nicht genug Geld dafür. Ich hole mir aber die hier. Weil das eine Health-Up-Pille ist. Yay. Jetzt haben wir nur das Problem, sammelt ihr uns meistens wahrscheinlich die Herzen einfach mal weg. Hier vielleicht ein bisschen mit dem Laser arbeiten. Vielleicht wäre das so eine Option. Die sind ja nicht gerade schnell. So. Komm, komm Laser, komm. Komm, komm. Sehr gut. Ich würde mir wünschen, jetzt nochmal dieses komische Ding zu finden. Was eventuell, also das Trinket, was eventuell dafür sorgt, dass unsere Babys ein bisschen stärker sind. Oh Gott! Jetzt habe ich kurz geträumt. Das hätte schief gehen können. Na du komm, ich bin doch hier. Du siehst mich doch. Ja, so ist kacke, den zu treffen. Von der Seite geht's einigermaßen. So. Machen wir das einfach mit dem Laser. Ist simpler. Boah, ist das ein ekelhafter Raum. So, komm, 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 komm. Ah. Nicht mehr getroffen. So, jetzt aber, komm. Laser, Robo-Baby, whatever. Bitte schieß es tot. Okay, jede Menge Fliegen und Statuen, die schießen. Das ist natürlich nicht ganz so... Oh, da hatten wir echt Glück. Die wurde genau in unseren Weg gehauen. Wir haben aus irgendeinem Grund unsere Herzen schon voll. Aber okay. Oh, the Wafer. Das ist doch nice. Also nur noch halbes Herz Schaden. Egal bei was für einem Gegner oder Bombe oder so. Nur noch ein halbes Herz Schaden. Das ist richtig, richtig gut. Haben wir also prinzipiell doppelt so viel Leben wie vorher. Könnte man so sehen. So, komm, wir schießen einfach hier durch. Und werden den schon irgendwann treffen da hinten. So, jetzt komm, 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 ein bisschen runter. Ich gehe lieber auf Nummer sicher und treffe ihn dann mit dem Laser. Als irgendwie jetzt Scheiße zu bauen. Wizard, wow. Beste Pille ever gefunden. Oh Gott, ist das eklig hier. Ist das eklig hier. Oh, aber wir haben es hinbekommen. Und die Stacheln würden uns auch kein ganzes Herz mehr abziehen, sondern nur noch ein halbes. Ist ja auch schon mal was. So, du kannst mal da unten diese fleischigen, bluttriefenden... Ich weiß nicht mal, was das darstellen soll. Die Hühne, Maden, whatever. I don't know. I don't know. I really don't know. Okay, wir gehen jetzt mal hier rein und setzen Book of Belial ein. Okay, gegen dich. Okay, von mir aus. Aber ich glaube, viel hältst du nicht aus. Ein bisschen Damage Up wäre noch ganz nett, um hier ein bisschen Schaden zu machen. So, du teilst dich schon mal in die zwei Gestalten. Okay. Ah, der setzt gleich Dings ein. Den Laser. Den Laser, den Laser. So, einen haben wir. So, und du schießt jetzt noch ein bisschen auf uns. Da hat uns eine Pretty Fly geschützt. Ah. So, nun komm. Zöger es nicht weiter hinaus. Und, oh, guck mal hier. Das ist auch nicht so schlecht. Gibt uns immer Devil Deals, aber... Ja, eigentlich auch nicht wirklich gut, ne? Wir haben ja eigentlich nicht so viel, mit dem wir handeln können. Schauen wir mal, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Das Brimstone Baby. Okay. Es hat halt einen Brimstone. Ich glaube sogar einen großen. Also einen langen, weiten, reichen. Warte mal, ist das das Ding, was uns Herzen droppt? Oh nein! Ach so. Ja, wisst ihr was? Wisst ihr was? Komm. Wir nehmen das. Friends till the end, Sister Maggie. Nee, es schießt einfach nur. Und das... Ja, und das Brimstone Baby. Komm, lass uns das auch noch nehmen. Können wir immer so aufladen und dann einfach schießen. Mal kurz ein Gefühl dafür bekommen. Alles klar. Haben wir jetzt hier unsere kleine Babyarmee. Zwar absolut keine Herzcontainer mehr, aber vielleicht finden wir noch ein bisschen Health Up oder so. Das wäre definitiv ganz praktisch. Ich mag diese Räume mit diesen anziehenden Dings nicht so wirklich. Ausweichen müssen wir trotz allem noch. Da hilft nichts. So, Brimstone Baby. Und go. Damit, wenn wir damit richtig umgehen lernen hier mit unserer Mega-Crew. Wir haben jetzt echt vier Babys dabei und eine Made. Vier Babys und eine Made. So nenne ich den Part. Außer wir finden noch mehr Babys. So. Oh was, jetzt habt ihr überlebt. Ihr habt den Brimstone überlebt. Ach so, das Baby ist natürlich nicht immer da, wo wir sind. Au. Wow, wow, wow. Kann sein, dass uns ein Pretty Flyer geschützt hat. Lass mal hier reingucken. Bam, bam. Ist ein Würfelraum. Oh Mann, ich weiß nicht, was diese Würfel machen. Die würfeln immer irgendwas neu. Es kann sein, dass sie unsere Items neu würfeln. Die drei. Ich mach's lieber nicht. Da ist es echt so, da will ich's gar nicht ausprobieren. Da könnt ihr mich voll spoilern. Das traue ich mich nicht. Da bin ich ein bisschen feige. Ach ja, Brimstone können wir mal einsetzen. Das stimmt natürlich. Das ist eine Option, die wir in Betracht ziehen könnten. Guck mal, ich habe auch Brimstone. Achso, mein Baby hat Brimstone. Ich nicht. Sorry. Sorry. So. Okay. Ein bisschen dahin feuern. Ein bisschen dahin feuern. Okay. Hier waren wir schon. Dann gucken wir mal nach oben. Und schieß. Achso.
Mann, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass es natürlich nicht da steht, wo wir stehen. Sondern immer irgendwo anders. So, gibst du uns noch ein Seelenherz? Nö. Wir gehen aber trotzdem hier rein. Weil vielleicht werden wir rausgeportet. Oder wir kriegen coole Pillen oder sowas. Kann ja sein. Nein, wir kriegen ein paar Mal ein paar Bomben. Auch ganz cool. Ne? Auch ganz cool, auf jeden Fall. So, komm mal her. Na. Nein, 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 nein. So. Mann, das Baby zieht irgendwie nicht nach. Das ist immer, hängt immer so ein bisschen zurück, weil wir so viele haben, glaube ich. Das ist so schwer zu kontrollieren. Ja, schön, dass wir dich auch mal finden. Hätten wir ja gerade nicht gebrauchen können oder so. Überhaupt nicht. So, komm. Fast die Zecke aufgehoben. Ja, ich weiß nicht. Die Zecke ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Aber ich hätte auch gerne dieses, was uns so ein bisschen verstärkt. Lass mal hier reingucken. Ja, komm, lass aufmachen. Auch wieder diese komische Maske, die nicht so wirklich was bringt. So, ich habe Book of Burial natürlich eingesetzt. Vor allem, weil wir hier auch eine Batterie und so haben. Das ist schon vollkommen in Ordnung. So, haben wir. Und tschüss. Ah Mann, das Baby ist ja immer ganz woanders. Damit komme ich nicht zurecht. Ich denke mal, ich habe den Brimstone. Habe ich ja aber gar nicht. Habe ich ja aber gar nicht. So, die Masken haben wir. Boah, es sind viele Leute hier dabei. Das macht es ein bisschen verwirrend. Guck mal, hier ist ein Herz für dich. Dankeschön, Seelenherz für uns. Und die Maske hier auch noch. Die auch nochmal Damage manchmal abwehren kann. Ich glaube, wenn der von vorne kommt, ne? Würde ich meinen. Also, wenn der genau auf die Maske trifft. Wäre so meine Vermutung. Lass mal hier springen. Haben wir den Geheimraum schon? Nee, aber jetzt. Aber jetzt. Und dann gibt es wieder dieses wundertolle Tool hier, was ich nicht benutzen möchte. Aber gerne mal gucken möchte, was drinne steckt. Hier bekommt ihr unsere Tränentracht zu spüren, meine Freunde. So. Alles Klärchen. Dann sind wir eigentlich bereit für die nächste Ebene, denke ich mal. Ich meine, klar, wir könnten es neu würfeln und so. Irgendwas. Kann sein, dass es ein Item auf der Ebene neu würfelt. Dann wäre das sogar gar nicht mal so dumm gewesen, die Maske neu zu würfeln. Ich glaube, das gucke ich dann tatsächlich mal nach, was es macht. Weil da habe ich ein bisschen Angst vor, dass es den Run verdirbt. Das verdirbt mir auch immer sehr die Laune. Okay. Gucken wir mal. Ich muss mal ganz kurz hier einen Blick auf mein Handy werfen, ja. Wahrscheinlich kommt meine Freundin gleich wieder. Ach, Mann.